Willkommen beim Vortrag Debugging für Sysadmins. Ich möchte im Vortrag die Erfahrung, die ich im Laufe der letzten ungefähr 20 Jahre gesammelt habe, bei der Infrastrukturbetreuung mit euch teilen. Ganz kurz zu mir. Vor 20 Jahren habe ich angefangen, das Krimmel-Projekt. Das ist ein Linux-Live-System auf Debian-Basis, das ich gebraucht habe zum Debuggen oder beziehungsweise um Probleme zu beheben. Bin irgendwie dem Umfeld treu geblieben oder nicht rausgekommen, wie auch immer. Troubleshooting und Notfalleinsätze gehören nach wie vor zu meinem Steckenpferd. Normalerweise fragt man, ob Ärzte anwesend sind. Jetzt umgekehrt, sind Sysadmins anwesend? Und ihr könnt es gerne aufzeigen, ihr müsst keinen Drucker fixen. Okay, cool, das ist... Das ist wunderbar. Im Sysadmin-Leben gibt es so ein paar Fälle, die, naja, nicht so schön sind. Situation ist normal, alles ist fucked up, also die Operation geglückt, Patient tot. Das sind ein paar Beispiele, die lesenswert sind, damit man versteht, mit wie tricky oft das Debugging sein kann. Das erste ist Time Case of the 500-Mile-E-Mail, wo eine E-Mail nicht weiter als 500 Meilen geschickt werden konnte. Dann auch, man kann nur an bestimmten Tagen drucken. Ein NFS-Bug, das ist technisch spannender, im Linux-Kernel debuggt. Und die letzte Geschichte ist von mir, wo ein RAID-Controller XFS-Daten geschrottet hat. Da sind jeweils die Links dazu. Es braucht keiner mitschreiben, die Folien gibt es nachher online. Wir haben als Sysadmins verschiedene Arten von Problemen. Manche sind vielleicht einfacher zum Debuggen, manche sind Kopfweh zum Quadrat. Bevor wir aber jetzt die Problem genauer anschauen, Verzeihung, vielleicht verzögert. Was ist eigentlich das Problem? Also mit was haben wir es zu tun? Einmal das Formulieren, was steckt hinter dem Problem? Da kommt gleich das erste Problem daher, dass man oft dann nur so eine indirekte Geschichte bekommt und die das ursächliche Problem verschleiert, das sogenannte XY-Problem. Jemand beschreibt das Problem, das nicht dem ursächlichen entspricht, sondern ist nur auf dem Weg dorthin irgendwo falsch abgebogen. Auch herausfinden, seit wann tritt denn das Problem eigentlich auf? Also ist das etwas, was vielleicht schon länger existiert und es hat niemand mitbekommen? Oder ist es wirklich was ganz Neues? Ist es denn überhaupt ein Problem oder ist es vielleicht sogar wirklich der definierte Systemzustand und die andere Person ist sich dessen nicht bewusst? Und, genau, it's a feature not a bug, wie schnell muss das Problem behoben werden? Also ist das etwas, was jetzt in den Minuten jetzt schnell angeschaut werden muss? Vielleicht ist das Problem nur zu einer bestimmten Uhrzeit präsent. Wer wurde auf das Problem aufmerksam? Also wir hatten das jetzt herausgefunden, dass das ein Problem ist. Vielleicht gibt es ein Fremdverschulden, Stromausfall, also es liegt gar nicht in unserer Macht oder der Provider hat ein Problem, es gibt einen Angriff auf die Infrastruktur, irgendjemand hat Malware ins Haus geholt. Was ist das gewünschte Verhalten? Also das beschreiben lassen mit, ist das, was du da jetzt als Problem wahrnimmst, vielleicht nicht sogar das gewünschte Verhalten, das wir da haben, oder das Problem existiert zwischen Tastatur und Sessel. Und was wurde zuletzt gemacht? Da hört man dann oft mit nichts. Nachfragen, was wurde gemacht, bevor nichts gemacht wurde. Das hängt oft zusammen. Also das kann eine andere Person, die nicht im Umfeld so tief drinnen ist, kann es oft gar nicht beschreiben oder verstehen, dass zwei Sachen was miteinander zu tun haben könnten. Weiter geht's. Wenn das Problem dann gelöst sein sollte, woran lässt sich das festmachen? Also haben wir ein Monitoring, wo wir sehen mit, es geht jetzt wieder? Oder ist es ein Endkunde, der dann sagt mit, jetzt geht das wieder? Das heißt, herausfinden mit, wer kann denn dann eigentlich sagen mit, jetzt ist das Problem behoben? Können wir den aktuellen Zustand für später vielleicht auch irgendwie festhalten? Also, dass wir es reproduzieren können, dass wir es nachher in Ruhe analysieren können. Also gibt es vielleicht da Möglichkeiten. Kennen wir das Problem bereits? Also gibt es Dokumentation dazu, dass wir wissen mit, nach welchen Schritten können wir jetzt vorgehen? Das Problem benennen, eine Taxonomie, also welche Art und Kategorie von Problem haben wir, warum ist das wichtig? Das hilft bei der Benennung des Problems nämlich deswegen, weil wir mit das Problem genauer analysieren können anhand von bestimmten Stichworten, wenn wir die Suchmaschine zum Beispiel befragen, aber auch im Gespräch mit anderen Experten, die sich dieses Problem anschauen. Das heißt, wenn wir einen Begriff dafür haben, dann geht es weiter. Mit ein paar Patterns, die man kennen sollte. Occams Rasiermesser. Manchmal ist die einfachste Erklärung auch wirklich die zutrifft. Also man muss gar nicht in 18 Millionen Schritten abbiegen irgendwo. Man muss auch nicht unbedingt von Böswilligkeit ausgehen. Also die offizielle Begründung ist ja, wenn Dummheit genügt. Ich sage auch gerne Inkompetenz. Also es weiß jemand einfach nur nicht besser. Man kann auch davon ausgehen.
Achtung von Bestätigungsfehler, Confirmation Bias. Wir suchen die Informationen so aus, wie sie unsere eigenen Erwartungen erfüllen. Das heißt, schauen, dass man diesen Druck oder diesen Gefühl nicht nachgibt. Hindsight Bias, der Rückschaufehler. Im Nachhinein ist man immer gescheiter. Also Geschichten kann man gern mit anderen teilen, weil natürlich ist vieles im Nachhinein lustig und auch spannend. In der Situation vielleicht schaut die Sache ganz anders aus. Das Ganze gehört auch geplant. Wer muss denn mit ins Boot geholt werden? Also gibt es vielleicht, dass wir die Geschäftsführung involvieren müssen? Gibt es Kollegen, die involviert werden müssen? Also einfach vom Prozess her. Wer könnte mit ins Boot geholt werden? Das Vier-Augen-Prinzip. Man schaut auf ein Problem, das ist so wie ein Rechtschreibfehler, da liest man halt zum 10. Mal drüber. Frische Augen, andere Personen schaut sich das Ganze aus einem anderen Blickwinkel an. Wer muss benachrichtigt werden? Also müssen Kunden informiert werden, dass wir einen Ausfall in der Infrastruktur haben. Wer kommuniziert nach außen hin? Wer kann denn gut kommunizieren und irgendjemand kümmert sich dabei ums Troubleshooting? Wer koordiniert die Leute, die daran arbeiten? Brauchen wir externe Hilfe, Fallback-Pläne? Was, wenn wir das Problem nicht beheben können? Gibt es vielleicht irgendeinen Hersteller-Support? Gibt es irgendwelche Notfallfirmen, die uns da weiterhelfen könnten? Kommunikationskanäle, wenn wir am Mail-Server debuggen, ist es schlecht, dass wir uns darauf verlassen, dass Mails funktionieren. Wir brauchen da einen Kommunikationspfad, der funktioniert. Es ist schön, wenn irgendwo eine Telefonnummer aufgeschrieben ist, aber die hat noch niemand angerufen und das stellt sich halt raus, das ist nur mehr eine tote Telefonnummer und niemand geht mehr dran. Fallbacks schaffen, also egal ob Chat, IRC, Handy, SMS, whatever, aber wir brauchen irgendwas zum Kommunizieren. Wenn wir die Problemanalyse dann angehen, ist gut, wenn wir wissen, ob wir das Problem überhaupt reproduzieren können. Gibt es ein Backup mit getesteten Restore? Betonung auf getestetes Restore. Da gibt es mehrere, die das kennen. Gibt es einen dokumentierten oder getesteten Fallback-Plan? Also haben wir irgendeine Chance, dass wir da sicher zurückkommen? Können wir das Problem auch in einer Referenzumgebung reproduzieren? Also wir haben vielleicht das Kundensystem gespiegelt, bei uns existiert das Problem auch dort. Gibt es eine Testumgebung, wo wir das Problem reproduzieren können? Und wer kann das Problem reproduzieren? Also es kann gut sein, also wir haben das gehabt mit, das passiert halt ausschließlich, wenn mehrere CPUs im Spiel sind. Auf einer Single-CPU passiert das Problem gar nicht. Das heißt, herausfinden, was ist denn der Faktor, der das Ganze auslöst. Ein wunderbares Debugging ist das sogenannte Quietsche-Entchen-Debugging. Erzählt, in dem Fall, also das kommt von Robert Typing, erzählt es einer Quietsche-Ente, euer Problem. Formuliert es das so, wie wenn ihr das jemandem erzählen müsst, der null Ahnung von dem Problem hat, absolut null Ahnung. Im Formulieren, im Prozess des Formulierens kommt man oft auf den eigentlichen Fehler drauf, indem man das einfach mal ausformuliert. Das kann jetzt eine Kollegin oder ein Kollege sein, der oder die nichts damit zu tun haben, aber in dem Fall, ihr könnt es wirklich einfach der Quietsche-Ente in der Badewanne erzählen. Erklärung für jemanden anders stellen. So, wir gehen noch weiter zur Problemanalyse, also dass wir mal Fakten sammeln zu dem Problem, das wir da haben. Wir sammeln Programmversionen, wir sammeln Runtime, Kernel Memory, Logs, Monitoring, Metriken, alles, was wir zur Verfügung haben. Gibt es vielleicht irgendwelche Fehlermeldungen, mit denen wir was sinnvoll anfangen können? Es ist auch ein Screenshot besser, als man hat keine Fehlermeldung zur Hand. Bitte, egal was, aber schaut, dass eine englische Fehlermeldung kriegt und nicht no space left on device in der deutschen Formulierung mit kein Weltraum links vom Gerät. Die Suchmaschine eurer Wahl wird euch auf Englisch am besten weiterhelfen, weil da einfach die Probleme dokumentiert sind im Normalfall. Außer man hat natürlich ja deutschsprachig-only Software zum Beispiel. Aber mit englischsprachigen Fehlermeldungen arbeiten, die helfen auch beim Support weiter. Es ist schön, wenn ihr deutschsprachige Fehlermeldungen habt, aber dann in einem englischsprachigen Support zum Beispiel läuft. Die Fehlermeldung lesen und nochmal lesen. Oft schaut eine Fehlermeldung so aus, dass man in die falsche Richtung einfach läuft, weil man die in einer ähnlichen Variante schon einmal gelesen hat. Einfach noch einmal in Ruhe lesen und dann geht's los mit Recherche und Suchmaschinen. Wir wollen jetzt ins Detail ein bisschen gehen. Falsche Annahmen wollen wir natürlich widerlegen. Gibt es irgendwas, was nicht mit der Realität übereinstimmt? Die Variablen kontrolliert ändern, nicht alles auf einmal umwerfen, sondern eins nach dem anderen ausschließen. Falls das jemand nicht sagen sollte, schaut nach, was Binary Search oder Bisect ist, also damit man ein Problem in möglichst geringen Aufwand runterbricht.
Use the Source Look. Unter Debian, also wer das nicht kennt, Deb-Checkout das Paket eingeben und man kriegt automatisch die Versionskontrolle von Paket runter oder dget mit der URL dazu. Geht's auch zu GitHub und Co. in die Suchmaschinen, sucht's nach der Fehlermeldung dort. Ihr landet dann meistens bei dem Projekt, wo das herkommt und dann könnt's dann direkt in Source reingehen. Und wem Nerd Sniping X sagen sollte, das ist der XKCD-Comic 356, der das geprägt hat, da stoppt jemand alle Aktivitäten, um ein Problem zu lösen und hört dann meistens auch nicht auf, bevor das Problem gelöst ist. Da möchte ich nur dazu sagen, wenn es zeitlich erlaubt, Abstand gewinnen. Also mal weggehen, was auch immer euch am besten hilft, ein kurzer Spaziergang, Frischluft schnappen, duschen gehen, drüber schlafen. Manchmal schaut die Welt dann einfach komplett anders aus. Wir möchten auch die Doku dazu ganz wichtig verwenden. Passt die Doku zum Tool überhaupt? Es kann sein, dass irgendeine Kommandozeilenoption verwendet wird, die einfach nicht zu unserer Programmversion dazu passt. Entweder verhält sie sich anders, weil es in der Version sich was geändert hat. Habe ja ein ganz wunderbares Beispiel im Basemaker. Da gibt es im CRM-Admin Timeout-Option. Die wurde von einer Version auf die andere umgestellt. Die ist jetzt nicht mehr Millisekunde, sondern auf einmal Sekunde. Oh Wunder. Schaut, dass die Dokumentation, die ihr lest, dazu passt. Also zum Beispiel auf Debian gibt's und auch für Ubuntu gibt's Manpages debian.net. Da könnt ihr jedes Programm in jeder beliebigen Version anschauen, wie die Dokumentation dazu ist. Schon während des Einsatzes dokumentieren anfangen. Was ist im Nachhinein eventuell noch zu tun? Was gibt's zum Nacharbeiten? Für ähnliches Problem existiert's und das könnt's auch ihr sein beim nächsten Mal, weil wer lang genug im Business ist, manche Sachen sind so lang her, da kann man sich dann im Detail einfach nicht mehr dran erinnern. Und das ist auch für andere Personen hilfreich, also intern, dass man die Kolleginnen und Kollegen schult oder an ein Problem heranführt oder eben auch öffentlich dokumentiert, was öffentliche Postmortems zum Beispiel sind. So. Vor dem Einsatz spezieller Tools. It's always DNS. Wirklich. Also, das ist nicht einmal mehr ein Running Gag, sondern es ist Tatsache. Das ist wirklich ein Thema. Heute ist es immer im Hinterkopf. Genauso wie Uhrzeit, Zeitzone oder NTP. Wenn die Uhrzeit nicht stimmt, kommt es zu interessanten Phänomenen. Netzwerkverbindungen, wo Firewall mit reinspielt, MTU, da muss man da gar nicht meistens mit irgendwelchen speziellen Tools arbeiten. Da gibt es ein paar einfache Checks. AEG, ausschalten, einschalten geht wieder. Hilft überraschend oft dann doch im Zweifelsfall. Da ist nur wichtig, den Ist-Zustand vorher dokumentieren. Also was war am System, damit man das dann im Fall des Falles später genauer anschauen kann. Auch wichtig, Credentials. Sind die wirklich in Ordnung? Also stimmen die wirklich? Oft wird behauptet mit, ja, die habe ich schon, die haben immer funktioniert, dann stellt sich heraus mit, ja, irgendjemand anderer hat halt das Passwort geändert. Typos ausgeschlossen, also so ganz klassisch 0 versus O oder falsches Tastaturlayout, wo einfach was Falsches ankommt. Berechtigungen, ist irgendein Hardening vielleicht im Einsatz? Ist das Environment so, wie man sich's erwartet von dem Prozess? Gibt es abgelaufene oder ungültige SSL-Zertifikate, die vielleicht schöne Seiteneffekte haben? Laufende Konfiguration ist nicht die sichtbare Konfiguration. Also ihr schaut auf System, die Konfiguration schaut alles super aus, aber der Service rennt halt schon seit 2 Monaten mit einer kaputten Konfiguration. Also Service Restart ist vielleicht vergessen worden. Ganz wichtig, kennst die Shell, kennst den Editor, kennst Programmiersprachen. Also da geht es jetzt nicht darum, dass ihr Experte in irgendwelchen Programmiersprachen seid, aber kennst den typischen Anwendungsfälle, wie Skripte funktionieren, wie man dort die Debugging-Statements reinbringt, wie man da runterbricht. Die klassischen Unix-Tools, also CREP, AWK, SED und Co., die sollten einfach in den Fingern liegen. Die typischen Optionen sollte man kennen, man sollte die typischen Features kennen. Eigener Vortrag wert ist SSH. Kennst da die ganzen typischen Control Master Port Forwarding? Mit SSH kann man jede Menge Sys-Admin-Tricks anwenden, die das Leben einfach unglaublich erleichtern. Und schaut, dass ihr eine angenehme Arbeitsumgebung habt, wenn ihr was debuggen müsst. Generell wissen, wie bekomme ich ein Tool in einen Verbose-Mode, in einen Debugging-Mode, also ohne, dass ich jetzt mit Fremdtools dann rauf muss, also dass man da ein bisschen ein Gespür dafür kriegt. Die neuen Tools kennenlernen, aber auch neue Features von existierenden Tools kennenlernen. Also es gibt jetzt zum Beispiel JSON-Output in diversen Kommandos, die das Parsen dann erleichtern, wo man nicht mit ganz komischen, kryptischen CREP, AWK, SED-Command-Lines irgendwie herumgatscht.
schauen, dass die Tools, die man schon lange verwendet, auch weiterhin aktuell bleiben und eine gute Sammlung erstellen an brauchbaren Kommandozeilen und speziell auch Kommandozeilenoptionen. Also welche sind die wichtigsten? Ich zeige euch noch ein paar. Sicherstellen, dass die klassischen Tools auf allen Systemen zur Verfügung stehen. Also es gibt ein paar, die sollte man immer zur Verfügung haben und nicht erst nachinstallieren müssen, wenn das System unter Load ist und dann muss man erst was nachinstallieren gehen oder es geht das Netzwerk nicht. Have fun. Und gern vergessen wird Netzwerktools ohne -n aufrufen, also wo die Name Resolution dann ins Spiel kommt, it's always DNS. So, schneller Überblick am System. Das sind so meine typischen Kommandozeilen, mit denen ich einfach nur mal Gefühl dafür kriegen möchte, was läuft auf einem System. Wie viel Speicher ist frei? Wie schaut die Speicherauslastung aus? Wer konsumiert gerade CPU-Zeit? Ganz wichtig auch die Message. Mit -t kriegt man diese super Timestamps in human readable hin. Man muss nur aufpassen, da sollte kein Suspend und Resume im Spiel sein. Aber auf einem Server ist das normalerweise nicht der Fall. Und schaut da rein, da stehen oft genau die Sachen, die ihr wissen wollt, auch wenn sonst nichts gerade sichtbar ist. Das gleiche fürs Netzwerk, auch da gibt es ein paar so Kommandozeilen, Tools, mit denen man schnell einen Zustand kriegt. IP root get zum Beispiel ist was viele nicht kennen vielleicht. Da kriegt man die Hops, also wird denn eigentlich diese IP aufgelöst auf meinem System. SS, also da verwenden viele noch netstat, das eigentlich deprecated ist. Das ist das Replacement dafür. Ping-D, wo man auch sieht, wann ein Host verschwindet und wiederkommt, also wo man Timestamps drinnen hat. Ja, it's always DNS, Dick sollte man kennen. Dann ein Tool, das vielleicht einige kennen, aber was vielleicht nicht ganz so bewusst ist, was man dort machen kann. Mit HDOP, das ist so Top Plus oder NG, also Next Generation. Das ist ein feines Tool, aber das hat ein paar ganz praktische Buchstabenkürzel. E, dass man das Process Environment direkt sieht, und zwar von dem Prozess, auf dem man gerade steht. Super praktisch, list open files with ls off. Also da muss man halt auf der Kommandozeile herumgatschen anfangen, also hilft oft auf die Schnelle. Und S, das gleiche für S-Trace auf den Prozess. Das schauen wir uns jetzt da noch an. In Systemd gibt es ein paar Klassiker, die man auch kennen darf. Systemctl --failed, welche Prozesse sind jetzt aktuell im Failed State? Cut, und das funktioniert mit Stern. Also ihr könnt es, wenn ihr zum Beispiel viele Units habt mit einem bestimmten Start und die sind Templates-Units oder sowas, könnt ihr mit Stern alle von denen zeigen. Also was weiß ich, ihr habt ein Camellio mit Load Balancer und Proxy, Stern zeigt alle Instanzen. Ihr könnt für jede beliebige Process-ID Systemctl-Status aufrufen und der findet heraus mit, was steckt denn dahinter? Habe ich da eine eigene Unit, die läuft? Super praktisch. Journal Control zum Filtern mit, ich möchte Fehlermeldungen von einer bestimmten Unit und seit einem bestimmten Datum haben und Core Dump Control Debug, wenn der Journal D läuft, merkt er sich automatisch, wenn irgendwas segfaultet und der Core Dump, mit dem kann ich dann direkt in Debugger reinspringen. S-Trace hat ein paar wichtige Optionen und das sind die, die man kennen muss. -f follow forks könnt ihr eigentlich immer angeben, also ganz selten, dass ihr das nicht braucht. -o, wenn full output zu erwarten ist, schreibt es in der Datei raus. -p schaut es auf einen bestimmten Prozess. -s, ganz wichtig, standardmäßig limitiert S-Trace alles auf 32 Zeichen. Das heißt, irgendwo ist es dann abgeschnitten. Dreht es rauf. Mit -e, das schauen wir uns später noch genau an, können Sie bestimmte Trace-Events auslösen und super praktisch -z, ich möchte nur die fehlgeschlagenen Syscalls mitkriegen. Da spart man sich ganz viel Kopfweh. Klassische Beispiele. Ich möchte die Syscalls Open, Close, Read, Write mit aufnehmen. Das liegt manchen vielleicht in den Fingern. Wissenswert, es gibt, die Standard-Action ist Trace ist irgendwas, das heißt, das muss man gar nicht angeben. Da schreibt man dann Process, alle Syscalls, die was mit einem Prozess zu tun haben. Es gibt es auch für Net, also zum Beispiel Netzwerk, alles, was mit dem Netzwerk zu tun hat oder alles, was mit dem File zu tun hat. Das könnt ihr weglassen, also ihr braucht das gar nicht schreiben, das ist nur der Vollständigkeit aber auf den Folien. Die Mainpage sagt, das ist deprecated, ohne Prozent. Das funktioniert aber auch ohne Prozent. Just saying, also ihr könnt S-Trace, -f, -z, nur die Failed Calls, -e, alles was mit File Actions zu tun hat. Und wenn ihr nicht wisst, auf was ihr geht's, achten darauf, dass ihr Standard Error auf Standard Out werft und dann könnt ihr noch kreppen. Da kommt man super schnell, super weit. Und wir wollen uns das jetzt mit einem Real-World-Problem anschauen. Also ist von einem Kunden. Problembeschreibung war Python-Skript mit der CX-Oracle-Bibliothek funktioniert auf einem Debian-System nicht. Und da man jetzt dann eine Fehlermeldung kriegt,
mit der wir es zu tun gehabt haben. So, der erste Schritt war Proof of Concept, damit wir das reproduzieren können. Ein triviales Python-Skript, das mit Fake User und Passwort-Daten läuft. Es gibt dann in der Bibliothek, ist noch dokumentiert, mit dem kann man das Debug-Label draufsetzen. Gut, und wir haben jetzt genau mal diese Fehlermeldung reproduziert. Was ist jetzt der Schritt, dass wir das genauer reinschauen? Mit dem strace-f, also follow, minus z, bitte nur die failed syscalls von dem Skript, steht da open at bla 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 bla, für diese Library, für die wir die Fehlermeldung gekriegt haben, permission denied. Stellt sich heraus, die ist systemweit mit falschen Rechten installiert worden. Sudo change mode 644 und erledigt ist das Problem gewesen. Also das ist so ganz klassisch, wo Strace zum Einsatz kommt. Und ihr war noch mit anderen Leuten geredet, damit, wofür jetzt ihr Strace? Und der Klassiker ist, um herauszufinden, welche Konfigurationsdateien ein Programm eigentlich einliest. Haltet das im Hinterkopf. Also selbst wenn die Doku sagt, das liest folgende Konfigurationsdateien ein, das ist das, mit dem man Strace wunderbar weiterkommt. Ein paar Kommandozeilen, ich möchte nicht alle im Detail durchgehen, aber was man kennen sollte, ist TCP-Dump, damit man Traffic eben mitschneiden kann. Lokal kann man das dann zum Beispiel mit einem Wireshark aufmachen, den Mitschnitt. Oder wenn man nur auf der Kommandozeile arbeiten kann, gerade aus welchen Gründen auch immer, mit T-Shark kann man sich das Ganze auf der Kommandozeile anschauen. Und T-Shark hat ein paar super spannende Befehle, mit denen man auch die Details des Protokolls auflösen kann. Also da zum Beispiel mit einem HTTP schaut man dort rein auf einem Nicht-Standard-Board. Auf dem Standard-Board funktioniert es automatisch dann. Oder ich möchte DNS-Traffic da genauer anschauen. Das ist super spannend. Also es geht auf der Kommandozeile und da kommt man super schnell allem, was mit Netzwerk zu tun hat, auf die Spur. Also ein Klassiker, das sind so Sachen, die kriegt man aus dem Wireshark, aus dem Interface heraus, wie müsste es ausschauen, die Dinge, und da möchte ich einfach jeden Query nehmen, der an Linux Target D gegangen ist, einfach mitschneiden und der löst es passend auf und ich kann genau schauen, ist das die IP, die man zum Beispiel überhaupt erwartet. Auch wichtig, SS von IP Route 2, das sind die Optionen, die ich vorne dokumentiert habe. Da kann man so sagen wie minus O, in welchem State bin ich da, und da zeige ich nur mit der Shell Completion von der Z-Shell, da kann ich auf beliebige State zum Beispiel gehen und da kriegt man dann heraus mit den passenden Permissions, also das ist in dem Fall mit sudo deswegen ausgeführt, weil er löst es auf mit unter welchem User das läuft, beziehungsweise welcher Process-ID das Ganze ist. Das heißt, ihr findet es dann wunderbar vom Output heraus mit, wo gehört denn das eigentlich dazu, ist das der Prozess, den ich mir erwarte, der da lauscht. Dann das bessere Ping oder eine andere Art von Traceroute. Also da kann ich zum Beispiel AS-Lookup mitmachen, also wo läuft denn das jetzt drinnen, und da seht ihr dann Packet-Loss drinnen. Also MTR soll da einfach drauf sein, mit dem kann man wunderbar Diagnose von Netzwerk erledigen. Dann ein paar netzwerkspezifische Sachen, die man kennen sollte. Mit Curl kann man wahnsinnig viel checken. Das kann zum Beispiel connect to, also ich möchte mich irgendwo hin verbinden auf eine bestimmte IP mit dem Host-Header und möchte folgende URL abfragen. Das hilft zum Beispiel, wenn man Webseiten migriert und das ist L-Zertifikat, muss nur irgendwo hin und der Load Balancer wird dann umgeschalten. Ich muss aber schauen, ist das neue Backend überhaupt schon so im Einsatz, wie es sein sollte. Mit Curl lässt sich das alles wunderbar machen. Mit Traceroute kann ich auch bestimmte Ports erreichen, mit bestimmten Traffic, also dass ich ein TCP-Connect drauf mache, ist eine Firewall irgendwo im Weg, die ich bisher nicht kannte. Mit HBin kann man jede Art von Paket erzeugen auf der Kommandozeile, also alles Mögliche, um Traffic zu generieren. Und ein paar wichtige SSL-Command-Lines sollte man auch in den Fingern haben, dass man eben ein SSL-Zertifikat, die Gültigkeit einfach überprüft auf der Kommandozeile, ohne dass man jetzt irgendwie einen SSL-Test von irgendeinem Anbieter oder so loslässt, speziell wenn es dann eh nur intern verfügbar ist. Und OpenSSL kann auch bestimmte, also Start-DLS, und ich möchte jetzt den SMTP-Service zum Beispiel checken. Dann noch ein paar Tricks, die im Alltag weiterhelfen. Oft greppt man in irgendwelchen riesengroßen Dateien und eigentlich würde es reichen, wenn man weiß, kommt es jetzt einmal vor oder mir reicht es der erste Hit davon. Mit minus M hört grep nach dem ersten Hit auf. Das heißt, das spart dementsprechend viel Zeit.
Und Git kennt und verwendet hoffentlich jeder von euch, aber was viele nicht wissen, man kann ein Git-Diff auch ausführen, ohne dass man Git verwendet. Also ihr braucht kein .git irgendwo haben und ihr könnt ein Git-Diff, Word-Diff, Datei 1, Datei 2 zum Vergleichen, das könnt ihr überall verwenden und ihr kriegt dann so einen schönen Output, wo man dann genau drinnen sieht, mit was ist denn die eigentliche Änderung zwischen den Dateien. Also man kann auch Vim-Diff verwenden manchmal, aber oft gibt es halt große Dateien oder ungut zu vergleichende Git-Diff. Und oft hat man ein volles Dateisystem und muss schnell herausfinden, mit wer sind denn die eigentlichen, die eigentlichen Verursacher. Und das ist jetzt, je nachdem wie lange man dabei ist, also ein neues oder ein älteres Feature. Also Disk Usage kann einen Output generieren, den man auch in Sort wieder reinpipen kann und der sortiert ist. Also da kann man wirklich so nach, wo sind die großen Gigabyte-Dateien oder Verzeichnisse drinnen. Schaut euch die Optionen in der Mainpage einfach an, dann ist das relativ selbsterklärend. Also bleib auf einem Dateisystem, human readable, inkludiere auch die Dateien und die maximale Tiefe 1. Das heißt, ich schaue nicht ewig weit runter, sondern ich möchte nur das Top-Verzeichnis und dann kannst du von dem einfach weiterhangeln. Also wenn ihr seht, User ist groß, dann /user mit der nächsten Kommandozeile und dann geht's dahin. Und ich habe keine zwei Tage leider Zeit, um zu reden heute, aber es gibt ganz viele weitere Tools und da sind nur so ein paar Stichworte, nach denen ihr weiterschauen könnt, wenn euch weiter interessiert. Also die PPF-Tools, die sind so der neueste Trend, der neueste Kram, den man kennen sollte. Linux Perf wird auch immer einfacher jetzt zu verwenden, weil die Linux-Kernel-Kompatibilität sich verbessert. L-Trace für Library-Calls, Swax für Kommandozeilen-Tests, für Mail-Versand, SOCAT, mit dem kann man alles Mögliche machen, da kann man den ganzen Tag drüber referieren. Mit GDB könnt ihr euch auch auseinandersetzen und da kriegt man mit Debug-Info.d, das ist ein Service, der zum Beispiel bei Debian läuft, kriegt man die Debugging-Pakete dann, ohne dass man es lokal zur Verfügung haben muss. Und da gibt es natürlich abhängig vom eigenen Problem und um was es geht, gibt es natürlich spezialisierte Tools. So, nach dem Problem ist vor dem Problem. Ein System gehört dann wieder sauber zurückgelassen. Also ich habe schon Systeme in die Hand gekriegt, wo sich herausgestellt hat, dass das Problem von demjenigen, der vorige Troubleshooter war, verursacht wurde, weil halt irgendwelche Debugging-Dateien übrig geblieben sind, die das Dateisystem vorlaufen haben lassen jetzt. Das Log-Level war nicht zurückgestellt. Sind die Debug- und Temp-Files wieder gelöscht? Da können auch durchaus sensible Daten drinnen sein. Irgendwelche temporären Firewall-Rules, die sagen mit, ich erlaube alles von zu, sind die dann auch wieder zurückgestellt worden? Sind die Systemänderungen, die man dann an irgendeiner Konfigurationsdatei geändert hat, da gibt es schauende Blicke an Kollegen, sind die auch wieder ins Konfigurationsmanagement zurückgeflossen, ohne dass in einer halben Stunde Puppet daherkommt und die Konfiguration wieder überschreibt. Das Ganze dokumentieren, auch zum Diskutieren mit Kolleginnen und Kollegen, Review ergänzen fürs nächste Mal, damit man wieder nachschauen kann, wo ist das passiert und vielleicht, je nach Größe und Interesse und wie tricky, das Problem war ein Postmortem, also den Prozess mit, wie hat es dazu kommen können, aufarbeiten, dass man darüber was lernt. Und über das Problem reden, schreiben, bloggen, also erzählt anderen davon. Das muss auch nicht immer eine Success Story sein, just saying. Man lernt auch von Fehlverhalten oder was nicht wie gewünscht funktioniert. Also der Austausch darüber, weil nur dann gewinnt man irgendwie Erfahrung. Und auch wie sich von dem Vorfall lernen lässt. Also können wir irgendwas mitnehmen davon, dass wir es auch beim nächsten Mal vielleicht vermeiden können? Also können wir am System irgendwas ändern? Sind Monitoring und Logging eigentlich adäquat? Also stimmen die so? Hätten wir das Problem vielleicht im Vorfeld mitbekommen können, wenn wir im Monitoring irgendeinen zusätzlichen Check gehabt hätten? Und lebt eine konstruktive Fehlerkultur, es sollte eine Lernkultur sein. Also nicht mit der oder die war schuld, dass wir das haben, sondern schauen, dass alle Beteiligten was davon lernen und dass das ganze System einfach besser wird. So, wie werden wir jetzt besser als SysAdmins? Test- und Trainingsumgebung schaffen, also dort, wo man Sachen ausprobieren kann, wo man was kaputt macht, ohne dass irgendjemand halt anruft und mit einem schimpft. Support machen, also wenn man im Supportrad hängt, dann sieht man interessante Verhalten oder Erwartungshaltung zu Problemen, damit man besser nachvollziehen kann, was da losgeht. Und der Endgegner vom Support ist,
dass man keinen direkten Zugriff aufs System hat, sondern jemand fragt mit, es geht das nicht, und man muss selbst Kommandozeilen hinwerfen mit, finden wir heraus, was da Sache ist. Das kann man sich bis zu einem gewissen Grad da strukturiert erschaffen, so eine Umgebung, aber das ist durchaus das, wo man sehr viel lernt. Öffentliche Postmortems, also da gibt es immer wieder in der Sysadmin-Szene herumgehend diverse Ausfälle von Diensten, und da gibt es je nach Firma und Firmenkultur durchaus interessantere und weniger interessantere Postmortems. Da steht oft viel drinnen dazu. Und wer öfter schwierige Probleme löst, kommt auch öfter bei interessanten Problemen zum Einsatz. Ganz einfach. So, das war's. Noch jemand fragen? Angenehme Arbeitsumgebung schaffen, ja. Was heißt das bei mir? Das heißt bei mir, dass ich mich wohlfühle in meiner Arbeit. Wenn ich als Beispiel, wenn ich die Möglichkeit habe, dass ich mit meinem Linux-Desktop arbeite und nicht auf irgendeinem Desktop, mit dem ich nicht gewohnt bin, oder eine fremde Tastatur, also ich habe ein highly customized Keyboard Layout, also das ist so, es kann keiner bei mir tippen, aber ich kann halt auch nicht bei irgendjemand anderen tippen. Also ich werde langsamer, dann fällen mir Tools, dann fällt mir vielleicht der Workflow für Copy-Paste. Also wohlfühlen, um das geht's eigentlich. Also dann zum Beispiel, wenn man merkt, es ist zu laut draußen, vielleicht Kopfhörer aufsetzen oder Noise Cancellation, schauen, dass man eine ruhige Arbeitsumgebung hat. Also das, was einem halt die Arbeit angenehmer macht. Gibt es etwas, wo man UDP-Connections zu einem gewissen Port prüfen kann? Gibt es etwas, womit man UDP-Connections zu einem bestimmten Port testen kann? Ja, das ist auf der Also du kannst mit dem Traceroute kannst du alles Mögliche mit Port dahin. Mit HBing kannst du sowieso alles erstellen, jede Backlin. Also schau dir Traceroute und HBing an. Mit Netcat geht natürlich auch, genau. Danke, guter. Keine Ahnung. Also es gibt das Linux-Subsystem dort. Ich muss aber fairerweise sagen, also ich bin dann immer auf der Gegenseite normalerweise. Also es gibt was Netstat, kannst du nachinstallieren. Da ist es typischerweise halt nicht dort auf den Windows-Systemen. Die moderneren Windows-Versionen haben aber grundsätzlich Packages, die du nachinstallieren kannst, wo es dann so. Ja, wo dann halt statt Minus halt da Schrägstrich in der Art zum Hantieren ist. Also gibt es grundsätzlich auch, ist aber typischerweise nicht präsent am System. Bitte. Hast du schon mal von NCDU gehört? Bitte von? NCDU. Ah, ob ich einmal von NCDU gehört habe. Ja, verwende ich auch, kann ich ja grundsätzlich einführen. Was interessant ist für NCDU als Tipp, das kann man so skripten, dass man die Datei den Output rausschreibt und am anderen System einlesen. Das ist sehr praktisch, weil oft hat man das schaut es auf dem Server furchtbar aus, dort haben wir ganz große Directory Trees, aber wie kann ich das jemanden anderen zugänglich machen? Mit NCDU kann ich das rausschreiben, die Datei nehmen und jemanden anderen auf einem anderen System zum Anschauen geben. Das heißt, die Person braucht dann nicht einmal Zugriff auf das eigentliche System. NCDU ist definitiv auch interessant. Ja, danke. Genau, also das ist Disk Usage, N-Curses-based Tool, guter Hinweis. Genau, bitte. Wie würdest du bei einem Kernelproblem vorgehen? Ich habe nämlich das ein bisschen problematische Luxusproblem, dass bei einem Android C4 ab Kernel 5 20 Rasterlines runterhängen in einer bestimmten Auflösung bei einem bestimmten Touchscreen. Also das ist jetzt so ein spezifisches Problem, ich kann ein Angebot dafür machen, more seriously, also wenn es auf Kernel-Ebene geht, ist der Klassiker mit, dass eine Serelle zur Verfügung stellst, ein Remote-Logging vom Kernel zur Verfügung stellst oder mit BPF-Tools reinschaust, also dass du dort den Tracing-Output rauskriegst. Das sind die typischen Use-Cases dafür. Jo. Die Luft wird auch nicht besser, merke ich. Gibt es noch eine Frage? Schlussfrage? Bitte. Die Slides lade ich dann hoch, genau. Also da braucht es nichts mitschreiben. Steht alles drauf. Jetzt kommen mehr. Die ganze Präsentation wird auch hochgeladen.
Es wird mitgeschnitten, also ihr könnt das auch, wenn ich zu schnell war für jemanden, also ich bin jetzt grundsätzlich nicht bekannt dafür, dass bei mir Leute einschlafen, könnt ihr das in Slow Motion nochmal anhören. Ja, bitte, ja, denn, also das Format, also ich muss dazu sagen, ich wusste, dass ich überziehen darf, nachdem niemand bei mir ist, habt ihr das okay da reingeholt und ich habe genau 42 Slides gehabt und ich wollte keine davon kürzen. Nein, gibt's ihn langsam auch, also das ganze Format kann man auch in 2 Tage Workshop abhalten, also wer da Interesse haben sollte, kann gerne zu mir kommen. Mir mailen an michael.brockhoff@synchrosolutions oder nach einem Talk einfach zu mir herkommen. Mhm. Ja, dann vielen Dank fürs Aufpassen und nicht einschlafen, trotz der guten Luftqualität. Danke, viel Spaß noch.